Monster Ultra Fantasy Ruby Red. Monsters neueste Sorte in dem Ultra-Lineup in den USA, Anfang des Jahres auf den Markt gekommen. Wir haben sie jetzt das allererste Mal hier und wollen sie das erste Mal probieren, bewerten und reviewen. Das Erste, was auffällt, wenn man die Dose anguckt, ist wahrscheinlich, hä? Ultra Rosa? Aber wenn man dann einen Blick hier auf die Seite wirft, fällt einem auf, da sind irgendwie relativ coole kleine Tierchen mit drauf. Wurde scheinbar designt vom Artist Pinky Taylor. Gibt scheinbar eine Zusammenarbeit zwischen Monster und diesem Artist, auch schon auf einigen Monster-Events mit dabei gewesen. Und jetzt hat man sich wohl entschieden, diese Zusammenarbeit auf eine nächste Stufe zu hieven mit dem neuen Monster Ultra. Vor allem vergleicht das Design einfach mal mit allen anderen Ultras. Die sind alle einfarbig und dann kommt er hier direkt mit zwei extra Farben umher und dann noch so krassen Designs. Das fällt schon auf. Und zwei extra Worten im Sortennamen gefühlt. Vom Geschmack an sich haben wir jetzt ein paar verschiedene Sachen gehört. Wir sind uns nicht ganz sicher, was uns erwartet, aber wir haben entschieden, wir klären das. Alter! Der riecht mega geil. Also vom Geruch wirklich nah dran an der echten Frucht. Eigentlich müssen wir jetzt die echte Grapefruit holen, oder? Willkommen zu Bugadenusa und Spaß mit Früchten. Ich wusste nicht, dass du das so hast. Ich finde den Drink tatsächlich vom Geruch leicht säuerlicher, bisschen stechender, die Frucht milder und süßlicher. Grapefruit ist nicht die einzige Frucht, von der wir gelesen haben, dass der Drink danach schmecken könnte. Deswegen haben wir auch einen Basketball geholt. Das ist irgendwas zwischen Pomelo und Pampelmuse? Pomelo ist die deutsche Bezeichnung für Pampelmuse. Ah. Also es ist jetzt nicht mega weit entfernt von der Grapefruit. Aber das riecht viel zitroniger, würde ich sagen. Und der Energy eher wie die Grapefruit als die Pomelo. Ja. Boah, den Anfang fand ich super krass überzeugend. Und dann kommt das ultratypische Ende, wie bei allen Ultras. Und das könnte genauso Ultra Rosa sein oder Ultra White. Und exakt das, exakt das. Ja, Monster ultratypischer Abgang ist ja in der Regel Zitrusgeschmack. Leicht süßlich, mit so einem nach Süßungsmittel schmeckenden Abgang. Leicht säuerlich. Ich meine, ich mag ja eigentlich Monster Ultras, deswegen finde ich den Abgang hier auch nicht verkehrt. Aber ich habe halt ein bisschen auf was Neueres gehofft. Und er ist schon echt nah dran an anderen Ultras. Leute, ich finde es super schade. Entscheidet man sich dazu, wirklich mal ein Geschmacksprofil reinzubringen, was bisher so gut wie gar nicht umgesetzt wurde und super lecker ist. Und in der zweiten Hälfte, ich finde auch den Übergang in das, was den Ultra-Geschmack ja normalerweise ausmacht, irgendwie hier unpassend. Das wirkt ein bisschen, ja, quasi fast geforced. Also ich finde, der ist immer noch super lecker und wäre das jetzt der erste Ultra, den ich jemals getrunken hätte, wäre ich wahrscheinlich sehr, sehr geflasht gerade. Ja, also ich denke gerade irgendwie vor allem dran, wie könnte der Drink schmecken, wäre er im Monster Juiced Lineup gelandet. So, wo man keine Zwänge hat, wie ein Drink geschmacklich enden muss oder sollte. Da hätte man vielleicht sogar noch mit Fruchtsaft arbeiten können. Vielleicht das falsche Lineup für einen eigentlich sehr geilen Geschmack. Dabei macht Monster ja wahrscheinlich das, was sie sich vorgenommen haben, genau richtig. Sie fügt eine neue Geschmacksrichtung perfekt passend in dieses Lineup ein. Leute, die das Ultra-Lineup lieben, werden hier nicht vor neue Herausforderungen gestellt. Die werden Drink vor sich finden, den sie höchstwahrscheinlich auch mögen. Nur leider ist es für uns, die irgendwie was Neues wollten, nicht so ganz das Richtige. Die gerade gehypt worden sind von dem geilen Grapefruit-Geruch. Kurzer Persönlichkeitstest. Ist eher so Team rote Häschen und Beeren und Blumen? Oder Team böser Toaster-Squad? Ich habe das Gefühl, egal wie ich antworte, es ist falsch. Schreibt eure Teamzugehörigkeit in die Kommentare. Das Viech sieht aus, als würde es OnlyFans. Darf die Dame gar kein Bikini anziehen, ohne direkt irgendwie in eine Schublade gesteckt zu werden? Vielleicht sind wegen solchen Pauschalisierungen und Vorurteilen die Toaster-Boys so wütend. Das Shirt muss in die Wäsche. Meins auch. Mega underrated. Ja, Grapefruits werden immer gehatet wegen dem bitteren Abgang. Ja, geht voll klar. Justice for Grapefruits, Leute. Der Grapefruit-Geschmack am Anfang hier ist schon irgendwo die Grapefruit. Aber um das nochmal einzuordnen, also vorab, vor Release, in Presseberichten haben wir viel von Grapefruit gelesen. Monster schreibt auf seiner Website Pampelmuse. Wir haben bis jetzt Grapefruit getestet, sagen, das passt eigentlich. Gucken, ob Monster Quatsch erzähl, weil riechen tut die durchaus anders. Das ist weiter weg. Säuerlicher und bitterlicher am Ende. Bewertungszeit. Und Leute, das ist ein echt wirklich solider, leckerer Drink. Also diese Grapefruit-Note, die da drin steckt,
Schmeckt mir super gut. Und dann kommt man halt auf die zweite Hälfte des Drinks zu sprechen. Das ist für mich echt eine Menge verschwendetes Potenzial, dass man sich da irgendwie diesem Ultra-Line-Up so sklavisch unterwirft. Trotzdem, als Gesamtpaket genommen, alles so zusammen, ist der Drink schon echt okay und auch durchaus lecker. Lande zusammengenommen bei einer 7 von 10. Ja, ich habe mich ähnlich wie du ein bisschen schwer getan bei der Bewertung, eben weil alle Ultrasorten, an die der mich erinnert, bei mir in der Regel bei einer 8 von 10 gelandet sind. Und der schmeckt nicht wirklich schlechter als die, der ist super ähnlich. Aber irgendwie fühle ich mich mittlerweile ein bisschen verarscht, mir so einfach immer die 8 von 10 abstauben zu lassen mit fast immer wieder dem gleichen Drink. Und so ein bisschen den Innovationsfaktor bewerten wir auch immer so ein bisschen mit. Und wenn es halt schon, keine Ahnung, wie viele Ultrasorten gibt, ist das halt irgendwann kein Trick mehr, der beeindruckt. Deswegen bei mir auch, wie bei dir, eine 7 von 10.